Aber ich kann euch noch mal ganz so zeigen, was ich im Pokémon Center eingekauft habe. Denn ich habe euch ja schon mein Competitor-Kit gezeigt. Aber wir fangen einfach mal an mit einer Sache, die ich nicht eingekauft habe, sondern die hat man kostenlos bekommen. So ein Beachball einfach. Ich werde ihn jetzt nicht aufpusten, weil ich glaube, das braucht viel zu lange. Und das wäre ein bisschen peinlich, glaube ich, wenn ich jetzt hier anfange, so ein Beachball aufzupusten. Aber ja, diesen Beachball hier hat man einfach geschenkt bekommen, wenn man ein Pokémon Center eingekauft hat. Das ist cool. Dann, was haben wir noch? Wir haben das Exclusive Riolu hier. Diesen Süßi. Der wird bestimmt auch noch in den Hintergrund dazu kommen. Sehr, sehr, sehr nice. Trust, das ist Banger Content. Nee, 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 dafür habe ich keine Kraft gerade. Ja, der ist auf jeden Fall am Start. Dann habe ich einen Magnet gekauft, den ich wahrscheinlich verschenken werde. Hier, diesen Honolulu-Magnet. Der ist sehr, sehr cool. Was haben wir noch? Wir haben einen Azumarill-Pin. Der hat mich einfach angesprochen. Ich fand den sehr süß. Hier. Der kleine Pin hier. Exclusive. Also alles Exclusive-Sachen. Dann können wir ein Live-Unboxing machen. Wir haben eine neue Figur. Denn ich habe... Warte ganz kurz. Seht ihr diese zwei Figuren da von Pikachu und Pikachu? Yokohama mit der Rambol und London mit der... mit dem Anzug. Da brauchte ich natürlich einen dritten von. Und zwar den aus Honolulu. Und da haben wir eine neue Figur. Und die dachte ich mir, hole ich mir einfach mal. Damit wir da quasi die Tradition weiterführen. Und seitdem ich das erste Mal auf einer Weltmeisterschaft war, als Zuschauer, quasi jedes Mal... Oh, das ist so glitzert da drauf. Oh nein, das geht so ab. Das ist ja voll wack, ey. Ich muss es irgendwie so ein bisschen so halten, sonst habe ich das ganze Glitzer auf den Händen. So, ja, seht ihr schon, habe ich schon mit meinem Daumen hier so Glitzer. Ja, diese coole Pikachu-Figur in dem Taucher-Stil haben wir jetzt quasi auch. Jetzt bist du shiny, so ist es. Wie teuer ist so eine Figur? Ich glaube, die war $25 oder so. Wenn es mich ganz täuscht. Also recht günstig eigentlich. Oder 35, so in dem Dreh. Ist sie aus Ton? Nee, ich würde nicht sagen, dass sie aus Ton ist. Aber sie ist sehr cool. Ich mag sie. Und sie passt perfekt zu den anderen beiden Figuren. Die werde ich mir auf jeden Fall dann da hinten noch hinstellen. Ja, die ist nice. Geht ja eigentlich voll, ich finde auch. Also, Figuren in Deutschland kosten teilweise richtig, richtig viel. Weil, also, aber in Japan zum Beispiel, solche Figuren, es gibt so viele Anime-Figuren, die da, also ich war ja letztes Jahr in Japan, die sind so günstig da und ich habe keine davon gekauft, weil ich jetzt kein Figurensammler bin, aber die werden dann teilweise in Deutschland für 4-5 Mal so viel verkauft, das ist wirklich krass. Also wenn ihr so Bock habt auf solche Figuren, dann gönnt euch einen Flug nach Japan, kommt wahrscheinlich dann günstiger mit weg, als wenn ihr die hier kauft. So, wir haben, also natürlich nicht, das ist schon teuer nach Japan zu reisen. Was haben wir noch? Wir haben... Einen Moment, das... Naja, wir haben hier noch den coolen Competitor-Badge. Dafür habe ich nichts bezahlt, aber... Ich bin offizieller Pokémon-Competitor auf den Weltmeisterschaften. Ich werde nochmal demnächst ein paar Codes verteilen. Ich habe, glaube ich, noch 3 oder 4. Wenn ihr wollt, eine Person kann sich so einen Steenie-Code gönnen. Also, falls ihr ihn haben wollt, gönnt ihr euch jetzt. Wenn ihr das auf dem VOD-Channel seht, dann ist der Code wahrscheinlich schon vergriffen. Das heißt, seid live bei den Streams dabei. ja, ist ein Mystery-Gift von Frühjahr als Vorentwicklung. Ich zerreiß den mal, weil ich habe noch ein paar. Wer hat meinen Finanzberater? Mache ich. An dieser Stelle muss ich mich verabschieden. Es war mir ein großes Vergnügen und ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein, Mann. Bist du etwas aus der Puste? XD. So. Was haben wir noch? Ich habe bei Ray nicht so viel ausgegeben, Leute. Also ich habe wirklich, ich war kalmer unterwegs. Ich habe noch irgendwo ein Famieps, was ich gekauft habe, weil ich das sehr cool fand. Und ich mag Famieps. Aber ich finde den gerade nicht. Ich habe den, glaube ich, gerade nicht hier. Ist auch vielleicht im Koffer oder so. Doch, da ist er. Ich habe ihn, Leute. Alles gut. Wow. Der Bro hier. Ich pack ihn kurz einmal aus. Ich bin kein Monetigo, nee. Was ist das für ein Code? Damit man halt früher als Vorentwicklung in-game bekommt. Ja, schaut euch diese Verbiebs-Familie an. Die sieht doch einfach süß aus. Die ist doch cool.
da dachte ich mir so, ey, ich habe Famibs halt mal auf NAIC gespielt, ich mochte den sehr. Famibs ist jetzt auch wieder back competitive mäßig und irgendwie, ich fand die einfach süß, diese Familie, und dachte mir so, weißt du was, die kommt mit, sogar die Vierer-Variante, so ist es, kommt dann hier irgendwo auch noch in den Hintergrund, ist einfach eine süße kleine Familie, fand ich cute, why not? Und Azumarill, auch wieder eines der Special Maskottchen quasi von den Worlds. Dachte ich mir, komm, packe ich auch mit ein. Habe ich Bock drauf, weil diese Special-Dinger gibt es halt nur dort. Deswegen habe ich halt, also Dinger, die Plüschtiere eben. Yolu, Pikachu und das Azumarill. Das waren die drei Maskottchen quasi, die es als Plüsch gab. Und da dachte ich mir, komm, nimmt man mit. Und Famibs und Chakos, genau. Aber ich glaube, mehr habe ich tatsächlich im Pokémon Center tatsächlich nicht gekauft. Ich habe noch ein paar Karten in einem Pokémon-Karten-Shop gekauft, die ich ganz süß fand. Süß, cool. Wir haben süße Karten auch, aber die fand ich ganz cool. Ich habe eine Blitzer EX für $10 gekauft. Ich fand, das war ein Schnapper. Ich bin ein großer Fan von Blitzer. Und das ist halt eine Karte aus 2017, also aus XY. Beziehungsweise Oras eben. Ja, und deswegen dachte ich mir, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und, also Oras Zeiten. Dann haben wir noch ein paar ältere Karten. Wir haben zwei Fukano-Karten, die ich mir geholt habe. Also sogar sehr alte Karten, wie man sehen kann. Und zwar diese beiden Karten hier. Die habe ich auch, glaube ich, von Timo letztens geschenkt bekommen. Aber die war halt auf Japanisch und die war recht günstig. Deswegen dachte ich mir, komm, nehme ich mir mit. Und das ist auch ein voll cooles Artwork. Und ich dachte mir, komm, weißt du was? Nehme ich einfach mal mit. Why not? Wenn ich da jetzt gerade eher am Karten holen bin. Also ich habe jetzt für die Karten, die ich geholt habe, irgendwie $14-$15 insgesamt zusammen ausgegeben. Ja, ein bisschen weniger sogar für die ich jetzt hier habe. Habe ich Nato gekauft, das wollte ich Benny noch schenken. Also pst, das schenke ich ihm noch, das war ganz cool. Da fand ich dieses Abra irgendwie sehr cool. Ist einfach ein, das ist ein süßes Artwork. Fukano Loser, was? Nein, das ist ja frech. Und noch das Nasengetier aus Diamant, Perl, Platin. Musste ich auch noch mitnehmen. Ja, die habe ich auf jeden Fall noch gekauft, die Sachen. Aber sonst habe ich, was das angeht, einen ruhigen gemacht. Also, ich habe echt nicht so viel ausgegeben für die Sachen. Weil Urlaub war eh schon zu teuer. Und da dachte ich mir so, nö. Lass mir ein bisschen. Aber war ganz cool. Und ich bin nicht zu einem zu großen Konsumopfer geworden dort. Also es hat sich wirklich in Grenzen gehalten.